Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Wir haben hier einiges gerade gefunden, beziehungsweise gestern im Café Theater von hast du nicht gesehen, von F1 ab. Und wir gucken uns jetzt mal hier den Zustandsbericht an. Die Renovierungen sind 3 von 5 fast abgeschlossen, Andenken 6 von 83. Missionen haben wir 5 Stück und eigene Gesellschaftsclubs 7, Truheninhalt. Gut. Aktuelles Einkommen 20 Francs. Ist nicht wirklich viel. Einkommen verfügbar. Okay, wir gucken uns heute nochmal hier ein bisschen im Café Theater rum. Ich will die ganze Zeit Theater sagen. Nein, es ist natürlich ein Café Theater. Kein Theater. Eigentlich schon. Egal. So. Wir haben hier verschiedene Symbole, wir haben da auch eine Mission anscheinend. Sie haben zusätzliches Einkommen vom Kaffeetheater erhalten. Okay, gut zu wissen. Wir gucken uns mal die Mission an. Ein paar royalistische Fanatiker, genannt Les Actes des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Okay. Das kriegen wir doch hin. Ich werde hier überflutet mit irgendwelchen Zeichen. Was ist das jetzt? Nach Versailles reisen. Nö. Will ich nicht. Mit dem Kontakt sprechen. Ich glaube, ich guck mal kurz auf die Karte. Es ist überfüllt. Guckt's euch an! Leute, guckt's euch an! Ubisoft, guckt ihr euch eure Spiele selber mal an? Hey, lasst uns ein paar Ereignisse und so weiter einfügen. Oh, ja, ja, hier. Hier, seht ihr es da. Legende, kann ich bei der Legende irgendwas ausblenden lassen? Natürlich nicht. Ah, gut. So, Rätselraten. Was ist was? Flucht von. Hast du nicht gesehen? Assassin-Quest. Das Ritual. Ja, was gibt's hier noch so Schönes? Gott, ich komme hier gar nicht klar. Verschlossene Truhe. Die Templersteuer. Das ist einfach. Ich fühle mich gerade ziemlich verloren, muss ich sagen. Ich fühl mich in diesem Spiel verloren, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Was ist... Die Rätsel lösen, um die Fragmente der Nostradamus-Scheibe zu erhalten. Was ist das? Die Beichte. Wo bin ich? Ach, ich bin da. Okay, kümmern wir uns um dieses kleine Areal als allererstes. So, was haben wir hier? Neuer Brief verfügbar. Okay, gucken wir uns erstmal den Brief an. Was soll's? Wo ist der? Irgendwo oben. Okay, gehen wir irgendwo nach oben. So. Wir müssen irgendwo anfangen und hier leuchtet einfach alles. Das überladet die Spieler. Das Kaffee erkunden, was? Arbeitszimmer des Intendanten. Okay, Gebäude renovieren. Kammer der Andenken. Hier können wir Missionen wiederholen. Okay. Trainingsraum. Scheiß Kinect. Arnos Zimmer. Lesen Sie Elises Briefe, sehen Sie sich ihr Profil an und prüfen Sie Ihre Ausrüstung. Vermächtniskammer. Greifen Sie auf Ihre Gedenkmonturen zu. Clubsaal. Besuchen Sie jederzeit das Charakteranpassungsmenü, um Ihre Ausrüstung und Ihre Assassinen anzupassen. Rüstkammer. Lösen Sie Nostradamus Rätsel, um die Rüstung von Thomas. Hast du dich gesehen? Ach du Scheiße.
Ich habe mir nichts davon gemerkt. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Es ist zwar gut gemeint, aber es ist zu viel, Ubisoft. Es ist einfach zu viel. Oh mein Gott. Oh. So. Brief lesen. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit. Wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne. Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht. Jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die deine, Elise. Okay. Alle Briefe, die Arno von Elisa hält. Paris? Ja, ist okay. Aber ich dachte, sie mag mich nicht. Und ich dachte, ihr Vater ist tot. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich begreife das alles noch nicht. Hä? Wo führt mich denn die Leiter jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier? Was ist denn das jetzt? Vermächtniskammer. Ach so. Finden Sie die zugehörige Initiatstruhe in Paris. Okay. Ich verstehe. Und warum ist hier nichts? Holzgliederpuppe. Da ist keine Montur. Spielen Sie Einzelspielermissionen, um diese Montur freizuschalten. Finden Sie die dazugehörige Truhe. Alle Einzelspielersequenzen abschließen. Finden Sie Thomas de Hast du nicht gesehen, Rüstung in der Rüstkammer. Okay. Okay, gut. Gehen wir einfach weg. Man weiß nicht, warum das Theater das ganze Zeug hier hat. Was ist nun los? Wollt ihr kämpfen, Monsieur? Wie bitte? Nein! Ein Übungskampf. Ein Assassine muss gut vorbereitet sein. Lautet unser Motto, nicht im Schatten zu arbeiten, unbemerkt zu bleiben und all das? Nennt es einen Ausweichplan. Es ist besser, hier in Sicherheit zu üben, als mit Schlägern auf der Straße zu kämpfen. Oder? Touché. Ich will nicht, nein. Stets zu Diensten, Miss. Verzieh dich. Ich will nicht trainieren. Lass mich doch hier einfach nur raus. Lass mich raus! Ich kann nicht mal klettern! Da ist die Treppe. Ich will einfach nur raus aus diesem Horrorhaus. Man kann hier viel zu. Wofür ist das Pokalding des Kirchenzieher? Arbeitszimmer des Intendanten, okay. Yay, 20 Franc ist es. Ist ja nicht so, als hätte ich schon 1 Milliarde investiert. Anständiger Profit. Ist klar. Packt 3000 Franc rein, kriegt 20 raus. Anständiger Profit. So, renovieren muss ich nichts mehr. Weiß nicht, was dieser Pokal da soll. Wo bin ich jetzt? Stimmt, ich muss noch aus den bestimmten Zimmern Sachen rausholen, ne? Edwards Assassinenmontur. Okay. Das war ein bisschen zu leicht.
Im Norden liegt die Stadt Franziade. Da werden wir später mal hingehen, früher oder später. Jetzt muss ich erstmal den Brunnen im Innenhof finden. Ich muss die Küche irgendwie finden. Da waren irgendwelche Räume, die jetzt offen sind. Bist du die Küche? Du scheinst die Küche zu sein. Du bist der neue Raum, ne? Ja. Tagebuch von Thomas, der hast du nicht gesehen. Okay. Es ist vollbracht. Alles ist vorbereitet und es gibt nichts weiter zu tun, als auf den Morgen zu warten. Mentor Guglielmo de... hast du nicht gesehen, hat den König gefügig gemacht und seit Benedikt in Perugia starb, steht auch Rom auf unserer Seite. Doch ist mein Herz erfüllt von plötzlichen Bedenken. Dante und Domenico versicherten mir, dass dies ein großer Sieg wäre und dass wir sie mit Stumpf und Stiel ausmerzen würden. Doch ich zweifle. Wenn wir die öffentliche Fassade der Templer zerstören, treiben wir sie damit nicht nur in die Schatten. Vor 50 Jahren dachten die Templer schließlich ebenfalls, sie hätten uns vernichtet. Aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu verschwinden, hat sie als unsere größte Stärke in diesem endlosen Krieg erwiesen. Und nun wollen wir unseren Feinden denselben Vorteil verschaffen? Nein. Okay, ein Brunnen fehlt uns noch und ein Raum. Ja? Brunnen? Brunnen. Okay, offensichtlich können wir da nicht runter. Das heißt, so wirklich viel hat es nicht gemacht. Wo war der andere? Auch unten, irgendwo unten, ne? Das war der eine Raum. Aber hier oben haben wir nichts renoviert. Ne, wir haben nur unten renoviert. Gott, ist das verwirrend hier in diesem Haus. Wir verbringen eigentlich nur die ganze Folge hier. Hier waren wir auch schon. Hier ist auch nicht dieser neue Raum, oder bist du der neue Raum? Doch, das hier ist er doch. Bericht zur Rekrutierung von... hast du nicht gesehen. Okay. Dieser Brief ist in einer starken, flüssigen Handschrift in dem kalligraphischen Stil geschrieben, der gegen Ende des letzten Jahrhunderts beliebt war. Es folgen die Worte des Assassinenbruders Louis Joseph de Albert de Luynes, Comte de Albert, niedergeschrieben von Meisterassassinen Marshal. Ups, was? Wo war ich denn geblieben? Da. Da der Erstgenannte unter einem schweren Schulterverletzung leidet. Okay. Mit zusätzlichen Kommentaren von M. Wer soll denn die ganzen Namen lesen können? Ah, Machial, wie diesen. Auf Anweisung meines Mentors brach ich auf, meinen edlen Rossagent nach... Was? Alter, ich dreh durch. Also. Auf Anweisung meines Mentors brach ich auf, meinem edlen Rossagent nach Villepurdeur auf. Es ist ein feiner Hengst auf einer guten andualischen Zucht. Ich werde das jetzt nicht lesen, Freunde. Das ist mir ehrlich gesagt zu doof. Diese ganzen französischen Dinger. Ich meine, Ubisoft, danke dafür, dass ihr uns da irgendwelche Informationen da gelassen habt. Macht's doch bitte irgendwie so, dass wir es auch lesen können. Ich kann diese Namen einfach nicht lesen. Das ist unmöglich. Gut. Wir sind befreit. Ich kletter jetzt hier nochmal kurz hoch und dann ist gut. Gut, hier oben scheint nichts zu sein. Na gut. Wir gucken somit auf die Karte und werden uns dann einer Quest widmen. Ist einfach zu überladen, Freunde. Wir machen jetzt mal eine Quest. Folgender Plan. Wir machen jetzt eine Quest. Danach spiele ich ein bisschen Solo. Danach spiele ich ein bisschen Solo und räume ein bisschen die Karte auf. Das ist einfach zu viel.
Damit kommt mein Gehirn einfach nicht klar, so viele kleine Bilder zu sehen. Au. Ich bin nicht tot, keine Sorge. Ich denke, das ist erstmal ein guter Plan. Nämlich alles, was man nicht braucht, auf der Karte kurz erledigen. Einsammelbares, pipapo. Und dann können wir auch ganz gechillt, ohne den ganzen Kram, auch weiter Let's Playen. Was sollen diese verschlossenen Truhen überhaupt? Ich habe so das Gefühl, die ist auf jeden Fall nicht da, wo ich gerade bin. Vielleicht hier drin? Ist das Ritual? Und die Fähigkeit Schloss knacken, kann das Schloss nicht geknackt werden? Ja, dann komm. Was ist denn das hier? Flucht von der Ile de la Cité. Wieso kommt kein Assassin's Creed in Deutschland? Hätte ich kein Problem mit diesem Namen. Das Ziel töten. Ayo. Bist du ein Extremist? Ich sehe dich. Nein. Komm, weg mit dir. So. Ich finde es gut, dass die Bürger mit mir kämpfen. Finde ich echt edel von denen. Und ich vermute mal, dass das mein Ziel. Okay, versuchen wir es mal so heimlich wie möglich. Komm her, ich zerquetsch dich, wie es sich für eine Made gehört. Ich lauf mal hier entlang, ja. Dann erwischen wir ihn einfach von hinten. Haha, Erinnerung abgeschlossen. Ihr seid Deppen. Okay, ihr wollt Stress? Den könnt ihr haben. So, einer weniger. Willst du auch nochmal Stress? Gekontert, mein Freund. Ich lerne, wie ich mal wieder kontert. In dem neuen Assassin's Creed. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass man nicht mehr halt diese ganzen, ja, die richtigen Assassinations machen kann. Also mitten im Kampf so einfach alles umbringen. Das hat Spaß gemacht. Und das fehlt mir ein bisschen. Verrottete Frucht, cool. Kann ich echt gebrauchen. Wieso seid ihr eigentlich nicht tot? Naja. Gut, die Quest ist gelöst. Widmen wir uns einfach der neuen. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Komme ich da irgendwie rein? Ich vermute mal, ich muss in dieses Fenster rein und dann irgendwie runtergehen. Weil irgendwo ist das hier unten. Ja, wie komme ich denn da hin? Oder es ist auf der anderen Seite. Haha! Ich wusste es. Zero ist gut in vielen Sachen. Das Ritual des Baphomet. Es läuft bereits eine Mission. Möchten Sie Ihre Aktivität? Nein. Was? Es läuft eine Mission? Was denn für eine Mission? Wenn ich das nur wüsste. Ich habe keine Ahnung, was hier läuft. Ich sehe ja nicht mal was. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ja, das ist der Bezirk. Überladen von irgendwelchen Kackzeug. Was ist das überhaupt? Nicht renovierter Gesellschaftsclub. Okay, Freunde, wir machen das einfach so. Aber ich sehe schon. Ah, ich glaube, da müssen wir hin, oder? Oder ist das nur ein Artefakt? Ich habe keine Ahnung. Freunde, es kann sein, dass ich die Mission, die wir angenommen haben, hier im Clubhaus, zufälligerweise gleich löse. Aber ich werde jetzt erstmal den ganzen Scheiß hier aufräumen. Wir sehen uns morgen wieder zu einem aufgeräumten Assassin's Creed in diesem Stadtteil. Haut rein, euer Zero. Tschüss.